Hallo liebe Heimkino-Freunde und willkommen zu meinem neuen Tutorial aus der Reihe Do-it-yourself-Bauanleitung für Heimkinobesitzer. In diesem Video möchte ich euch anschaulich illustrieren, wie ihr mit einfachsten und preiswerten Mitteln euer 2D- oder 3D-Kino in die vierte Dimension katapultiert. Im Fachjargon spricht man vom 4D-Erlebnis. Einfacher kann man es mit den Worten spüre oder fühle, was du siehst und hörst zusammenfassen. Um das zu erreichen, kommen sogenannte Körperschallwandler zum Einsatz. Diese werden mit dem Sitzmöbel unter der Sitzposition verbaut. Es muss eine feste Unterlage sein, sodass der Körperschallwandler die tiefen Frequenzen aus dem Film in Bewegungsenergie umwandeln und direkt auf den Zuschauer übertragen kann. Hier habe ich das noch einmal ganz einfach illustriert. Pro Sitzposition reicht ein Wandler aus, der seine Vibration auf das Möbelstück überträgt. Was benötigen wir nun dafür? Als erstes, und das sollte ja jeder von euch besitzen, einen X.1 AV-Receiver. Hier ganz einfach dargestellt und in meinem Falle ein 5.1 Gerät. Als nächstes brauchen wir einen zweiten, kleineren Verstärker, der mindestens einen doppelten Cinch-Eingang und entsprechende Lautsprecherausgänge besitzt. Er sollte so dimensioniert sein, dass seine Leistung denen der Körperschallwandler entspricht. Ich habe mir dazu einen einfachen Karaoke-Verstärker für unter 60 Euro gekauft. Wir benötigen weiterhin ein Y-Cinch-Kabel, Klinke auf 2x Kupplung, einen Cinch-Adapter, Klinke auf Klinke, ein Y-Cinch-Kabel, Kupplung auf 2x Klinke und Lautsprecherkabel in den Längen, dass es von Verstärker 2 zur Sitzposition bzw. zum Körperschallwandler reicht. Und zu guter Letzt natürlich den oder die Körperschallwandler selbst. Kommen wir nun zur Verkabelung. Im Subwoofer-Ausgang eures AV-Receivers steckt euer Cinch-Kabel vom Subwoofer. Dieses zieht ihr ab und steckt an den Subwoofer-Ausgang das Y-Cinch-Kabel Klinke auf 2x Buchse. Das Subwoofer-Kabel wird nun mit einer der beiden Buchsen verbunden. In die zweite Buchse steckt ihr nun den Cinch-Adapter Klinke auf Klinke. Nun verbindet ihr das Y-Cinch-Kabel Buchse auf 2x Klinke mit diesem Adapter. Anschließend schließt ihr die beiden Enden an einen der Eingänge des zweiten Verstärkers an. Zum Schluss werden die Körperschallwandler per Lautsprecherkabel mit dem Verstärker verbunden. Bei mir sieht das so aus. Am Verstärker selber habe ich die Höhen runter und die Bässe voll aufgedreht. Film ab. Dabei zuerst die Lautstärke auf 0 und dann langsam aufdrehen, bis die gewünschte Vibrationsstärke erreicht ist. Und so sieht das Ganze live und in Farbe aus. Ihr könnt mir glauben, es ist wirklich beeindruckend. Damit bin ich auch nun schon am Ende meines kleinen Videos angelangt. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr wie üblich in die Kommentare posten. Viel Spaß auch bei meinen anderen Videos. Bis bald, euer Thorsten.